Hallo und willkommen bei Einfach Japanisch. So wie alle anderen Sprachen entwickelt sich auch die japanische Sprache immer weiter. Es kommen immer neue Wörter dazu und gegen Ende des Jahres werden die neuen Wörter immer präsentiert. Und auch zwar von dem Verlag namens Sansedo, bekannt für die ganzen Nachschlagewerke. Bei der Preisverleihung Shingo Nisenniju Taisho, also der große Preis der neuen Wörter 2020, werden Wörter vorgestellt, die sich in diesem Jahr besonders stark durchgesetzt haben und auch in Zukunft im Nachschlagewerken vorkommen könnten. Das Wort, das es auf Platz 1 geschafft hat, heißt Pieng. Das wird auf Social Media benutzt oder auch bald beim Texten. Es geht darum, dass man zum Beispiel bei irgendwelchen traurigen Situationen weinen muss oder auch, wenn man weinen muss, in glücklichen Momenten. Also zum Beispiel, Tana ni butsukatte itai, pieng, also es tut weh, ich bin gegen das Regal gerammt. Oder, 10 Cent otoshichatta kanashi, pieng, ich habe 10 Cent verloren, es ist traurig, pieng. Sowas ähnliches. Oder andersrum bei positiven Fällen. 誕生日に会社に行ったら、ケーキを作ってくれた。ピエン。Zum Geburtstag ging ich in die Firma und mir wurden Kuchen gebacken. ピエン。Bei der fröhlichen Variante ist es so, man macht dann auch ein ähnliches Gesicht wie bei Uwu. Also man ist schön happy. Das Emoji ist auch gleich. Nur das Wichtige ist, ob man traurig ist oder fröhlich ist. Es ist nichts Todernstes und es ist einfach nur so normal traurig oder normal happy. Futsuni ureshi, futsuni kanashi. Ja, ich hatte auch kurz über das Emoji gesprochen. Das Emoji ist schon etwas süß und man findet es so oft auf TikTok, auf Milliarden von Videos. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich das schnell durchgesetzt hat. Futatsume. Den ersten Platz verpasst hat das Wort Marumaru Keisatsu, Polizei. Es handelt sich hierbei nicht um echte Polizisten, sondern um Leute, die die Rolle der Polizei übernehmen. Sie sind häufig im Netz unterwegs und patrouillieren dort. Beispielsweise gibt es die Kimono-Polizei. Mal angenommen, jemand postet sowas auf Twitter. Ich habe heute Kimono getragen und war spazieren, das war toll. Und dann kommt die Polizei sofort angerannt und schreibt im Reply: Ja, schön, aber bei dem Kimono muss der Gürtel viel höher sitzen, sonst ist das überhaupt nicht richtig, das geht so gar nicht. Und haut wieder schnell ab. Im Jahr 2020 war auch die Maskenpolizei sehr gut unterwegs. Sie ging auf die Leute zu, die ihre Maske nicht richtig getragen haben. Ich persönlich mag die Stollenpolizei gern. In Japan hat sich die Schreibweise vom Stollen Stoden durchgesetzt. Also Sto wird dann auf jeden Fall in die Länge gezogen, warum auch immer. Und das schreibt sich auch so Stoling. Viel zu lang. Eigentlich heißt es ja Stollen. Stoding ist richtig. Also wenn jemand auf Twitter zum Beispiel postet, kann auch natürlich Instagram sein, ich habe neulich Stoling gekauft und Stoling war lecker. Steht gleich im Kommentar drin. Das heißt Stoding. Kurz. Saigoni. Wollt ihr noch weitere Wörter des Jahres 2020 wissen? Folgt mir auf Instagram unter Einfach Japanisch. Ich bin jetzt auch da unterwegs und werde euch interessante Fakten der japanischen Gesellschaft oder japanischen Sprache mitteilen. Also wenn ihr mir folgt oder irgendwas kommentieren könntet, wäre ich super froh. Dann bin ich auch sicherlich nicht als Polizei unterwegs, sondern ich sage Ureshi, Pieng. Mata ne. Owari.